Kann ich hören, Thomas? Okay, siehst du mich im Großbild auch? Ich sehe dich, ich sehe ganz viele kleine Bilder. Ich müsste dich groß schalten, aber es müsste gehen. Okay, cool. Darf ich gerade ganz kurz an die Italiener was mitteilen, Thomas? Buongiorno a tutte quelle che sono di lingua italiana qui con noi. Purtroppo non siamo riusciti a livello tecnico di fare la traduzione ora, però faremo l'audio e lo metteremo poi sul sito. Mi dispiace, non sarà Was ist possibile das für eine Sprache? direttamente Ich di höre sie nicht. fare Oh. la traduzione. Ok? Grazie. Ok, Thomas, danke schön. Gut. Also, ich lasse noch mal ein paar Leute rein und dann starten wir auch gleich. Ich bitte alle Leute, ihre Mikrofone stumm zu schalten, die neu auch dazukommen noch. Okay. Gut, also, ich sage mal herzlich willkommen hier heute Abend zu unserem nächsten EH-Dialog. Wir werden heute über das Thema Geburtsklinik der Zukunft sprechen und ich bin hier heute zusammen mit Lisa Profanta, die als EH-Beraterin, EH-Therapeutin und als Hebamme im Klinikum in Brixen arbeitet und die seit vielen Jahren dort die EEH auch im Rahmen der Geburtshilfe integriert und dort auch anwendet. Und ich mag mal die Lisa begrüßen. Lisa, hören wir dich? Sehen wir dich? Hallo, guten Abend an alle. Schön, dass es klappt jetzt. Jawohl. Okay. Schön, dass du heute Abend da bist und dass wir zusammen auch sprechen können. Und wir haben uns ja schon vor vielen, vielen Jahren auch kennengelernt, Anfang Alle haben von euch auseinandergenommen. 2000. Und wir haben im Prinzip, habe ich Lisa über eine Zeit so... Es gibt so viele Studien, die nachweisen. Warte mal, wir müssen mal gerade hier was Stummschaltung... Barbara, kannst du die Stummschaltung bitte immer verwalten? Okay, gut, danke. Ja, also, Lisa ist eigentlich mit mir so bekannt seit Anfang 2000, also da haben wir uns kennengelernt und eigentlich in dieser Zeit bist du, Lisa, ja auch in Kontakt gekommen mit der emotionellen Ersten Hilfe und hast dich dann eigentlich auf den Weg gemacht, die Methoden und Werkzeuge dann einzubringen in die in das Feld der klinischen Geburtshilfe. Und mit Störungen. Bist nicht zu hören, Thomas. Thomas, Thomas, ich höre dich auch nicht. Thomas, ich habe die Stummschaltung. Wenn alle stumm schalten, dann hat es dich leider mit stumm geschalten. Du müsstest dich bitte noch bald. Okay, passt. Alles klar. Gut, also ja, wir haben hier heute, sage ich einfach mal, so ein paar technische Themen gehabt und wir hoffen, dass wir das jetzt irgendwie heute gut über die Runden bekommen. Also jetzt scheint es erstmal zu laufen. Und wir tun mal unser Bestes, dass das hier alles geht. Wir hätten gerne auch die Übersetzungsfunktion für die Italiener gehabt. Das hat leider uns ein bisschen in Mitleidenschaft hier gezogen, dass das rausgeflogen ist. Aber wir versuchen jetzt unser Bestes, dass auch die Italiener, die ich herzlich begrüße an dieser Stelle, auch dort teilnehmen können heute Abend. Ja, kommen wir nochmal zum Thema zurück. EEH in der Geburtshilfe und auch EEH in der Klinik. Es geht so ein bisschen darum, was quasi können wir mit den Methoden der EEH auch im Rahmen der klinischen Geburtshilfe anstellen. Das, Lisa, möchte ich mit dir gerne besprechen. Ich möchte vor allen Dingen schauen, wie sieht überhaupt die Praxis von Geburtshilfe aus unter Voraussetzungen und Zeichen der EEH? Was ist überhaupt möglich? Was ist praktisch denkbar? Wie stellt man sich das vor? Darüber wollen wir reden. Wir wollen deinen Weg so ein bisschen nachzeichnen, aber dann wollen wir auch darüber sprechen, was in eurem Projekt, nämlich einem Schwinden-EEH-Projekt im Sanitätsbezirk Südtirol,
in den verschiedenen Krankenhäusern läuft, weil dort die EHA auch mittlerweile eine Art Regelleistung geworden ist für junge Mütter, junge Väter und die Babys. Und ich finde es großartig, was da so auf den Weg gebracht wurde. Und das hast du ja vor allen Dingen mit der Barbara Weicher zusammen auch auf den Weg gebracht. Und das läuft jetzt seit einigen Jahren. Und es ist, glaube ich, so das erste Mal, dass wir jetzt auch im EHA-Feld so ganz offiziell nochmal darüber sprechen. Und auch deswegen freue ich mich heute mit dir, Lisa, darüber zu reden. Gut, das werden wir also jetzt mal so versuchen. Lisa, du bist ja selber als Hebamme gestartet in die EHA. Du hattest da schon einige Jahre auch an Arbeit hinter dir. Du warst im Prinzip ja schon eine erfahrene Hebamme. Man fragt man sich natürlich, warum hast du überhaupt Lust bekommen nochmal auf die EHA? Wo waren so deine persönlichen Themen? Was waren vielleicht die Probleme in der Praxis, wo du gemerkt hast, ja, da brauche ich noch was, da komme ich an so meine persönlichen Grenzen. Was war deine persönliche Motivation, als Hebamme in die EHA einzusteigen? Ja, das hat gestartet 2000 ungefähr. Da war ich schon Hebamme, ich bin Hebamme seit 87. Und da hatte ich die Ausbildung zur Still- und Laktationsberaterin, IBCLC, abgeschlossen. Und ich hatte ein hervorragendes Wissen mitbekommen im Stillmanagement und war sehr motiviert. Und ich wollte immer schon viel lernen und Neues erfahren. Und habe dann in der Praxis jedoch erlebt, dass es immer wieder Situationen gibt, wo Mütter und ihre Babys Schwierigkeiten haben beim Stillen. Und zwar Schwierigkeiten, die ich mir nicht erklären konnte, weil diese Technik, das Management war in meinen Augen okay. Und diese Zustände haben mich in eine arge Hilflosigkeit und Überforderung geführt. Und ich hatte einfach Sehnsucht, besser zu verstehen, was läuft da, was passiert da. Und irgendwo fiel dann der Name Thomas Harms und gerade Stillschwierigkeiten haben manchmal auch die Ursache in einer Bindungsstörung. Und da wurde ich hellhörig. Und das hat mich sofort angezogen und da habe ich mit Barbara damals schon meine lange Weggefährtin zusammen entschieden, wir schauen uns das mal an und wir haben uns angemeldet für die EHA. So ist es gestartet. Okay, das war damals, glaube ich, in Österreich, wo wir gestartet sind. Genau, in Würgl. Mhm. Und ja, was war, vielleicht ist das meine erste Frage, du als Hebamme, wo hast du als erstes dann so gemerkt, da gibt es Einsatzmöglichkeiten, auch von diesen Methoden, die wir machen, den ganzen Selbstanbindungskonzept, die Art der Exploration von solchen Prozessen. Was war vielleicht erstmal so dein erster Link in diese Arbeit hinein, auch im Feld deiner klinischen Arbeit? Wo bist du gestartet und wo waren vielleicht auch die ersten Erfolge? Ja, also für mich waren es in erster Linie primär persönliche Erfahrungen, und zwar genau wie du es schon sagtest, dieser Aspekt der Selbstanbindung, der war für mich ja völlig neu. Davon habe ich überhaupt noch nie etwas gehört. Und das Spüren und Fühlen und das in Verbindung bringen mit dem eigenen Denken, also diese Selbstanbindung eine Möglichkeit sein soll, um als Co-Regulator tätig zu sein, das hat mich sehr fasziniert. Und das wollte ich auch sofort ausprobieren. Und ich habe in den Begegnungen im Kreissaal auf der Wochenbettstation sofort gemerkt, dass diese Haltung, diese Selbstanbindung sehr wirksam ist, und zwar in erster Linie wirksam für mich, und zwar, dass ich nicht mehr diesen Aktionismus hatte, dieses unbedingt helfen wollen, lösen müssen, Tipps, Ratschläge herausführen. Ich habe plötzlich gemerkt, wenn ich gut auf mich schaue und in der Präsenz bleibe und den Raum eröffne für mein Gegenüber, für die Frau, dann entwickeln sich plötzlich in dieser Frau Ideen, Lösungsvorschläge, Entspannungsmomente, die haben mich sehr fasziniert.
Und okay. Vielleicht können wir das ja auch mal so ganz konkret machen, weil ich glaube, da sind jetzt vielleicht auch viele heute Abend auch erstmal dran interessiert, weil wir haben jetzt viel über die emotionelle Erste Hilfe im Rahmen von Eltern-Baby-Therapie und den frühen therapeutischen Unterstützung für Erwachsene und Kinder gesprochen. Jetzt hast du es ja mit einem ganz anderen Klientel als Hebamme zu tun, speziell auch in der Klinik. Da kommen also Menschen, stelle ich mir vor, die womöglich auch gar nicht so lange vorbereitet sind, sondern die kommen so ad hoc in die Klinik hinein und starten dort mit ihrer persönlichen Geburt. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also wie stellt, das ist vielleicht für mich eine der spannendsten Fragen, wie setzt man EH jetzt in so einer ganz akuten Situation, wo ich kaum Chance habe, die Betroffenen lange anamnestisch kennenzulernen, wo ich vielleicht innerhalb weniger Minuten, vielleicht Stunden überhaupt ein bisschen diese Menschen kennenlerne. Da würde ich gerne mal so ein bisschen mit dir eintauchen. A, womit hast du es eigentlich zu tun? Was ist quasi die das Material, wenn man so will, oder das sind die Phänomene, mit denen du zu tun hast? Mhm. Das Pendant vielleicht zu einem Schreibaby oder einem exzessiv schreienden Baby, das haben wir ja nicht, aber was haben wir stattdessen? Und die zweite Frage ist, okay, und was geht dann? Also was ist da an Optionen möglich, in diesem Feld tätig zu sein? Vielleicht magst du darüber mal sprechen. Also ich habe in jedem Fall zu tun mit einem Ungleichgewicht von Regulationszuständen, also Gebärende, Wehende, müssen gerade schauen, dass sie den Wehenschmerz regulieren können. Das ist eine Herausforderung, das haben sie so nie erlebt. Und rein dieser Zustand mit dieser Wehentätigkeit, mit dieser Dynamik zurechtzukommen, ist Grund genug, um die Mutter in die Balance, in die Pulsation zu bringen. Und diese Regulationsfähigkeit von Anspannung und Entspannung ist eigentlich für mich in der Arbeit primär das Hauptargument. Okay, also kann ich mir vorstellen, jetzt sage ich mal, ich stelle mir jetzt die Mutter vor, die ist in ihrer Wehenaktivität, die erlebt die Wehen, es geht eine Weile gut. Und dann kommt sie an einen Punkt, wo langsam das anstrengender wird, sie langsam vielleicht die Wehen stärker werden, die Schmerzen vielleicht stärker werden und sie sich langsam zusammenzieht, kontrahiert, vielleicht also mehr und mehr in einen Stresskorridor hineinkommt, ja, mhm. Aufregung, vielleicht Bedrohung kommt. Und dann, was macht die Hebamme? Spezifisch arbeiten Hebamme jetzt? Und was macht sie vor allen Dingen anders als eine normale, vielleicht herkömmliche Hebamme? Wo würdest du sagen, wo startest du jetzt gleich anders ins Feld? Ja, ich starte mit einer Haltung. Also das Erste ist, dass ich eine Haltung habe von Anerkennung und Annahme von dieser Herausforderung. Einfach diese Präsenz zu halten, das ist normal, das ist physiologisch. Und die Bewältigungsstrategien, die die Frau an den Tag legt, die Atmung, die Bewegung, die Ausdruckssprache, ihr Jammern, ihr Lautieren, also alles, was sie mir zeigt an Ausdruck, an Verhalten, teile ich mit, spiegle ich, fasse ich zusammen. Frag sie, wie sie es bewertet, wie sie es erlebt. Also es läuft in erster Linie sehr viel eigentlich über Kommunikation, aber Kommunikation auf ganzheitlicher Ebene. Also ich beziehe alle Körperreaktionen ein, die ich sehe, frage sie nach ihren Gefühlen, sehr wichtig auch, was sie dazu denkt. Und diese Summe dieser Erfahrungen bewirken bei ihr ein wahrgenommen werden, ein verstanden werden, ein gesehen werden. Das Gleiche dehne ich aus auf den Partner, also das nehme ich auch mit, genau in gleicher Weise, sein Erleben und die Beobachtungen auch beim Baby. Was macht das Baby in der Wehe, nach der Wehe, zeigt es Bewegungen, zeigt es ein anderes Verhalten, wie es bisher gewohnt war. Ich lasse die Mutter beschreiben. Also ich führe sie sehr konkret in ihren Körper
Ich gebe Raum für Beobachtungen, für Gefühle und bestärke sie, unterstütze sie und bleibe einfach in einer Präsenz, beobachte auch mich. Ist okay. Das konform? Taucht bei mir Ähnliches auf oder gibt es Widersprüche? Repräsentiert sich in mir ein anderes Erleben? Und das ist ein Mix von jedem, der im Raum ist. Okay, aber wenn man, was du jetzt beschreibst, ist ja, bleiben wir mal bei dir und der Mutter, ist ja so auf vielen Ebenen des Funktionierens eine Art Abgleich, ein Abstimmen mit dem inneren Erleben. Also es ist ja, die eine Ebene, das heißt die Erlebensdimension, das sind die Gefühle, das ist das Körpererleben. Aber eben auch die Gedanken, wie ich höre, das finde ich einen wichtigen Punkt, dass du quasi dieses Subjekt von innen auch versuchst zu verstehen in seiner Geburtserfahrung. Also das heißt, die Mutter von innen erleben, mit welchen Sorgen ist sie gerade beschäftigt, welche Gedanken kommen ihr, wie erlebt sie ihren Körper, wo verspannt es sich. Das heißt, eine sehr umfängliche Abstimmung, die du dann mit der Mutter machst. Und das findet auf der Verhaltensebene auch statt, auf der manifesten Ebene. Inklusive des systemischen Umfelds des Partners oder der Freundin oder wer immer dabei ist. Genau. Und das Kind ist im Bauch der Mutter. Ja. Das heißt, ist erstmal, höre ich erstmal Sicherheitsaufbau, Sicherheitserleben. Genau. Vertrauensentwicklung. Das ist ja vielleicht ein ganz entscheidender Aspekt, vielleicht erstmal, wo in dieser Art der körperorientierten Kommunikation, wo wir sagen würden, okay, das ist nicht selbstverständlich, dass das im Rahmen klassischer Hebammenarbeit passiert, in der Kürze der Zeit dafür zu sorgen, dass eine maximale Abstimmung mit dem betroffenen Subjekt passiert, sodass die wirklich, und es scheint ja indirekt, hast du es eigentlich so ausgedrückt, auch ein Ziel der Arbeit dann zu sein, dass die sich verstanden und gehört und gesehen fühlt. Genau. Sodass dann und wahrscheinlich auch ein Sicherheitserleben passiert, ja, also, und da wäre jetzt die erste Frage, also du beschreibst es ja sehr stark über die kommunikative Dimension und wenn du das machst, diese annehmende, folgende, paraphrasierende Haltung, was ist deine Beobachtung, was passiert dann eigentlich zuerst? Ich stelle mir jetzt mal so eine ganz gestresste, bedrängte Mutter in der Wehentätigkeit vor und das ist vielleicht immer genau der Punkt, der schwer vorstellbar, wie geht das jetzt ab, tobt doch das Leben, da ist doch was los, da sind starke Wehen und du machst da in dieser machst du die Gespräche in der Wehenpause, wo läuft es eigentlich und was geschieht dann? Ja, das kann beides beinhalten, also ich beschreibe eine Wehe, auch in der Wehe, also wenn sie am Arbeiten ist, dann beschreibe ich ihr das, dann fasse ich ihr das zusammen, dass ihr das bewusst wird, was sie erlebt und was sie macht, wie sie es bewältigt. Und in der Wehenpause beschreibe ich das Gegenstück dazu. Somit erfährt die Frau diese Wechselwirkung. Sie erlebt die zwei Dynamiken. Und das finde ich sehr wichtig, vor allem, dass sie diese zwei Dynamiken als Rhythmus langsam wahrnimmt. Du meinst die pulsatorische Rhythmik? Genau, sie muss verstehen, dass es eine Arbeitsphase gibt und eine Entspannungsphase. Und dass sie Unterschiede merkt an sich, was passiert in der Arbeitsphase und was passiert in der Wehen, in der Pause, in der Entspannungs-, in der Regenerationsphase, in der Verdauungsphase. Und wenn sie diesen Punkt erleben, dann kommt Entspannung hinein. Dann hat sie eine Orientierung. Dann hat sie wieder also ich sage immer, dann kann sie diese Wehenarbeit als Sinn erleben. Also sie sieht eine Bedeutung, einen Sinn darin und macht das sich zu eigen. Es wird ihre Eigenerfahrung und dass sie dafür die Verantwortung übernimmt und diesen Weg in eine bestimmte Selbstwirksamkeit weitergeht. Okay, aber dann würde man ja vielleicht sagen, okay, dieses Erklären, das Verstehen von der Rhythmik der Geburt, von einer Wehenpause und einer Wehenaktivität, das an sich würde vielleicht auch jede andere Hebamme und die sagen, das mache ich ja nicht auch, das erkläre ich denen dann, wann, da kommt was, da hört was auf. Aber das scheint das wahrscheinlich nicht nur zu sein. Also ich höre, da ist irgendwas noch wirksam, was deutlich tiefer korregulativ ist. Also meine Frage ist, welche
koregulierende Funktion hat Lisa Profanta in so einer Geburtsarbeit? Was machst du eigentlich, um die zu führen und so am Wenzel zu halten, ohne und trotzdem ihnen die Geburt nicht abzunehmen? Das ist ja, das ist meine Präsenz, mein Dasein, mein auf mich schauen und beobachten, das Feld halten, zusammenhalten aller Beteiligten in ihren Erleben. Okay. Und alle im Blick behalten und immer wieder zusammenfassen, dass es normal läuft, dass es physiologisch läuft oder auch mitzuteilen, wenn ich das Gefühl habe, jetzt beginnt etwas sich zu verändern, es hakt etwas oder es stagniert oder es gibt eine Reaktion, die sich nicht so stimmig anfühlt. Aber das würde ja bedeuten, du bist im Wesentlichen Moderator, du bist Übersetzer, du bist auch Integrator, du verbindest quasi die verschiedenen Teile, also du bist quasi eine Scharnier zwischen den Prozessen, du übersetzt die Prozesse, versprachlicht sie scheinbar auch und bringst auch immer wieder Orientierung ein. Und dann an der Stelle, wenn jetzt die Betroffenen, also in dem Fall die Mutter, also beginnt, Stress zu aktivieren, also das wäre ja, wo sie mehr in eine Anstrengung, eine Belastungsenergie kommt. Ja. Das ist ja quasi das Pendant, wo wir in der postpartalen Arbeit mit den Müttern eigentlich schauen, dass sie eine Verbindung bekommen zu der Anspannung, zu dem Erleben, wo sie quasi eben aus dieser Rhythmik und Pulsation herausfallen. Wie wird das gemacht? Wie macht man das? Also ganz genauso, wie wir es postpartal auch machen, gehen wir in eine Körperexploration. Wie kann man das steuern? Ja, wenn's das passiert dann ja natürlich auch, vor allem spätestens passiert es dann in den Übergängen, wenn die Wehen zunehmen oder wenn das Kind tiefer tritt, Richtung Beckenausgang, in die Austreibungsphase beginnt, dann haben wir ja einen riesen Stresszugewinn in der Regel im Erleben. Und dann verstärken sich meine koregulativen Maßnahmen, dass ich bewusst die Stimme vielleicht verändere, dass ich mehr in die Führung gehe über die Stimme. Ja. Oder sehr häufig auch die Berührungsarbeit, also taktile Arbeit einsetzt an der Schmerzstelle, die Sie meist beschreiben, diesen Ort im tiefen Kreuzbein, Steißbeinbereich oder Schambeinbereich oder diese Lust bekomme, sich zu bewegen, Positionsveränderung zu machen, also diese Ausdrucksbewegungen, sie werden lauter, das auch unterstütze, erkläre, was jetzt passiert, Nachfrage, was macht das Baby, und sie beschreiben in der Regel dann auch Bewegungen der Kinder, diese Abstoßbewegungen, dieses Mithelfen des Babys. Sehr häufig fangen sie an, mit dem Kind zu reden, plötzlich sagen sie, komm jetzt, du musst mir jetzt helfen, ich schaffe es jetzt nicht mehr. Es geht diese bewusste Hinführung zum Kind, dass es die Mutter unterstützt. Diese Zunahme, es ist eigentlich nur eine Zunahme von dem, was vorher war. Es ist nichts Neues, Großes, was dazukommt. Es kriegt nur mehr Kraft, mehr Energie heraus. Okay. Aber wenn wir in dieser Stressdimension oder Blase so drin sind, und da könnte man wahrscheinlich auch beobachten, dass in dieser Belastungsenergie die betroffenen Frauen, das werden wir ja später auch, wird uns auch ja erzählt, in den Nachbereitungen solcher Erfahrungen, der innere Faden dünner wird. Also das heißt, man könnte sagen, der Bezug auf meinen eigenen Körper in der Wehenpause wird schwieriger. Ich verliere sozusagen die körperliche Selbstanbindung. Ich habe nicht mehr dieses Sicherheitserleben in mir. Und wird neben der verbalen Arbeit, die du gesagt hast, und dieser Steuerung, die du auch beschreibst, wo, an welcher Stelle beginnt jetzt zum Beispiel so eine Intervention wie eine Atemregulation, die Sicherheitsstation, Nabelschnurarbeit, was von diesen uns bekannten EH-Werkzeugen, körperpsychotherapeutischen Werkzeugen, kannst du einsetzen und was hilft normalerweise? Also, ich mache die Erfahrung, dass die Sicherheitsstation am wirksamsten ist.
und die Nabelschnurverbindung. Dass ich einfach diese Berührungsansätze für mich auch unterstützend sind, zu spüren, wo geht sie um. Und diese nonverbalen Gestik, Blickkontakt, Mimik, Körperpositionierung, Abwendung, Wegdrehen, also eigentlich genau die gleichen Symptome, die ein Kind zeigt in der Schreibegleitung, wo man sehr gut merkt, sind wir noch online oder nicht. Okay, das heißt, es ist eigentlich eine Art Körperdiagnostik und Diagnostik über die Verhaltensbeobachtung, Körperbeobachtung und auch dann über dieses Einloggen, über zum Beispiel die Nabelschnur oder durch diesen Kontaktfaden, den wir machen, dass du quasi partizipierst und teilnimmst an dem inneren regulatorischen Erleben. Also wie ist die drauf? Ist sie quasi hochbelastet? Ist sie schon weg? Dissoziativ? Ist sie noch gut im Körper verbunden? Und auch da wieder Versprachlichung? Ist es viel? Das ja, genau wie sonst immer. Auch? Okay. Du sagst sie quasi, jetzt merke ich gerade. Die und auch abgleichen. Und das können die Frauen. Die können sehr gut noch abgleichen. Wenn man sie ihnen zusammenfasst, wenn ich mitteile, wie ich es erlebe, ich sage ihnen, ich frage sie, mir kommt so vor, ist das mein Erleben? Kannst du mit dem etwas anfangen? Würdest du das unterstreichen? Also immer wieder auch diese... Ich hole sie mir ins Boot. Ich mache das nicht in mir als Monolog, sondern das ist immer ein Dialog, den wir austragen. Das heißt also im Prinzip deine Resonanzerfahrung, dein Körpererleben im Kontakt mit dieser Frau, überprüfend auch, dann mit diesen auch Erfahrungen im Berührungserleben, die sozusagen als... Ja, man könnte sagen, als Stoff und Material genommen werden, um zu überprüfen, bin ich wirklich bei dir, bin ich genügend angeschlossen an dich. Und der zweite Teil ist immer wieder die Verbalisierung und Überprüfung, ob das Subjekt, die Mutter, das auch so erfährt, wie du es nie wahrnimmst. Ja, also im Prinzip kann man sagen, es ist also ein ständiges Beieinanderbleiben, oder? Ja. Es ist ein ständiger Abstimmungsprozess auf allen verschiedenen Ebenen. Verbal, emotional, körperlich. Ja, und die Mitteilungen oder die Präsenz, dieses Halten der Selbstanbindung erlebe ich immer als sehr stärkend für das Paar. Wenn sie erleben, diese Person, die da ist, die ist da, die bleibt da, also sehr orientierend ist, da erlebe ich es immer auch von Seiten des Partners. Denn die Partner sind in der Regel schneller, die aussteigen. Die steigen oft schneller aus wie die Frauen, weil sie überhaupt nicht anfangen können, warum, was passiert jetzt. Okay. Das heißt, du orientierst sie genauso? Also das heißt, sie werden genauso, die Störungsquelle werden, würdest du das, was du uns beschrieben hast, jetzt auch durchaus erst mit dem Partner machen, um den zurückzuholen, ja? Unbedingt, weil sonst macht sich die Mutter Sorgen um den Partner und dann habe ich das zweite Problem. Okay. Ja, also wir können ja mal vielleicht auch mal nochmal ganz konkret noch werden. Also wir haben jetzt quasi global den Umgang mit Stress und Überlastung unter der Geburt besprochen, wie du das kommunikativ regelst. Ich stelle mir jetzt gerade mal so eine Geburtsstagnation vor. Also die Frage wäre ja, was geht? Wie viel ist möglich? Also wenn da jemand so richtig vor die Wand läuft und sich so verhakelt und die Schlinge sich immer mehr zuzieht, also sprich diese Stressdynamik immer mehr Raum greift und vielleicht erst kommt vielleicht die Unruhe und der Stress und dann auf einmal gehen die Wehen weg, weil da vielleicht eine Angstdynamik dahinter ist. Meine Frage wäre, wie viel geht? Was sind deine Beobachtungen in der Praxis? Wie viel Möglichkeit haben wir noch, so akut, so letztlich auch so unvorbereitet, ad hoc, diese Akutintervention zu machen, um solche Pattsituationen wieder in Fluss zu bringen? Wie ist deine Beobachtung? Ja, also wenn wir reden von Stagnation, dann ist das immer eine Einschätzung von Zeit, aber es ist keine Gefährdung von Mutter und Kind da. Also das ist auszuschließen, das ist wichtig. Also es muss zuerst diese Gefährdung, darf natürlich nicht bestehen, wenn es nur
unter Anführungszeichen um den Zeitfaktor geht, dann haben wir viele Möglichkeiten und dürfen dem der Pause unter Anführungszeichen, ich nenne die Stagnation manchmal auch einfach nur eine Pause, die jemand benötigt, entweder das Kind oder die Mutter. Und es passiert dann, ich nenne es eine Detektivarbeit, zu schauen, wo und bei wem hängt. Okay. Irgendetwas ist im Busch. Ich weiß es noch nicht, okay. Aber ich versuche jetzt, mich langsam voranzutasten. Und die erste ist die Mutter. Ich spreche es auch an. Was passiert gerade? Was erlebst du in dir? Also wieder, es geht wieder um die Exploration. Wo gehst du um? Und ich beziehe den Vater ein. Wo ist der? Gibt es in der Verbindung zwischen den beiden ein Thema? Braucht jemand irgendetwas? Brauchst eine Positionierung? Mhm. Brauchst Orientierung im Kopf? Ist ein Gedanke, der sich festzurrt und geklärt werden muss? Oder braucht, und das beobachte ich sehr häufig und da habe ich auch viele Erfolge, es ist im Erleben des Kindes, das Unterstützung braucht. Mhm. Und ich beziehe, also ich mache es in der Regel vor, ich nehme Kontakt auf mit dem Kind über die Sicherheitsstation. Also ich mache Haltearbeit, versuche intuitiv mit meinen Händen, mit meinem in der Selbstanbindung zu spüren, wie geht es dem Kind, und gehe in einen inneren Monolog, Dialog mit dem Kind, lasse aufsteigen in mir, was kommt. Mhm. Und sehr häufig, ich erlebe es dann so, verändert sich etwas in dieser Pause. Entweder es kommt das Kind in Bewegung oder die Mutter kommt in Bewegung. Sie sucht sich Positionen, die plötzlich anders sind als vorher. Sie zeigt ein Bedürfnis. Sie möchte etwas essen, sie möchte etwas trinken, sie möchte auf die Toilette. Sie teilt ihrem Partner etwas mit. Sie erzählt von früher etwas, es taucht etwas auf, von der ersten Geburt vielleicht. Es kommt etwas in Bewegung, auf verschiedenen Ebenen. Und dieses in Bewegung kommen löst in der Regel wieder diese Regulation auf neurovegetativer oder hormoneller Ebene. Und es beginnt wieder weiterzugehen. Oder ich unterstütze es mit einer Berührungsarbeit auch, dass ich den Vater anleite, den Bauch zu streicheln, die Mutter anleite, den Bauch zu streicheln, das Gesäß schüttle, also verschiedene Formen, Berührungsformen anwende. Okay, vielleicht kann ich mal kurz einhaken, weil das ist ja jetzt ein wichtiger Punkt. Also wenn wir jetzt mal von der Stagnation ausgehen, wäre deine These, da ist also immer eigentlich, wenn man das psychosomatisch betrachtet, eine wie nicht abgeschlossene Gestalt. Also da ist etwas, was im Prinzip nicht integriert ist. Also ein Wunsch, ein Gefühl, ein Bewegungsimpuls, ein Wunsch nach Ausdehnung oder auch ein bindungsbasierter Wunsch, zum Beispiel nach Nähe, der quasi nicht in Kommunikation, in Kontakt gebracht wurde, so dass du im Prinzip eigentlich deine Detektivarbeit, wenn ich das richtig verstanden habe, darin besteht, diese Art der Zurückhaltung und diese Form des nicht eingebundenen Geschehens so quasi in Fluss zu bringen. Ja, also das ist quasi, wenn du so willst, die Mutter auf die Spur kommt, okay, ich merke jetzt zum Beispiel gerade, da kommt in mir, und das habe ich vorher gar nicht gespürt, eine Traurigkeit hoch, hat vielleicht einen Impuls zu weinen und sie will tapfer sein und möchte das aber eigentlich halten und sich nicht so vielleicht so schwach zeigen, und sie assoziiert es vielleicht mit Schwäche und
deine Nachfrage und deine Körperexploration bringt sich jetzt in Verbindung mit dieser zurückgehaltenen Traurigkeit und dann löst sich im Prinzip eine bestimmte Energie, ein bestimmter Impuls, ein bestimmtes Gefühl. Und wie kann ich mir das vorstellen? Dann beginnt Lösung, dann gibt es ein Aufatmen und dann plötzlich... Ja, sie sagt zum Beispiel, weißt du mir zum Beispiel, das kommt öfter vor, dass sie sagen, weißt du, ich kann mir das in keinster Weise vorstellen, dass dieses Kind dadurch reicht, dass das möglich ist, dass dieses Kind so auf die Welt kommt. Oder sie beginnt zu weinen, genau wie du sagst, weil sie eine Erinnerung hat aus der Vergangenheit. Okay. Auch mich hat einmal eine Situation sehr beeindruckt, wo die Mutter gesagt hat, weißt du, ich habe dieses Kind überhaupt nicht geplant. Ich war sehr ambivalent diesem Kind gegenüber der ersten Zeit. Ich habe einfach nicht damit gerechnet und ich spüre jetzt wahnsinnige Schuldgefühle, wenn ich es jetzt das erste Mal sehe und es mir in die Augen schaut. Aha, also wie eine Art Schulderleben im Kontakt. Ja, also alles Mögliche kommt da daher. Okay, und das wäre meine Frage auch. Also du hast es gerade schon so ein bisschen erwähnt, das ist ja nicht nur ein akuter Stress, also von ich habe Schmerzen, das tut mir weh, ich ziehe mich von dem Schmerz zurück, was ja vielleicht relativ klar und nachvollziehbar ist, dass man da vielleicht eine Begleitung, Stützung braucht, sondern was ich jetzt in dem Bericht von dir auch höre, dass man das dort in dem Rahmen dieser Geburtsaktivität und dieser Pattsituation, die ja in der Geburt so inhärent ist, dass dort eben auch oftmals Aktivierung und Aktualisierung von alten Schmerz, alten, ich nenne es mal auch traumatischen Clustern, Erfahrungseinheiten passiert. Das heißt, die Betroffenen kommen vielleicht an der Stelle auch plötzlich in der Geburt über den Schmerz als Trigger mit alten Geburtsbelastungen zusammen. Und ich stelle mir es ja so vor, du kennst die Frauen ja vorher nicht. Das heißt, auf einmal sind die getriggert und bekommen mit so einer alten, sehr wuchtigen Geburtsangst aus einer vorangegangenen Ohnmacht wieder in Kontakt. Mhm. Kannst du vielleicht da nochmal was zu sagen? Geht es genauso, wie du es beschrieben hast? Und vielleicht das am schwierig vorstellbarsten für die meisten Therapeuten oder auch für Menschen, die nicht aus dem Feld der Geburtshilfe kommen, dass man doch noch scheinbar in dem Moment, wenn das geschieht, also eine Traumaaktualisierung, doch noch scheinbar was machen kann, um die wieder aus dieser Verfassung rauszuholen, oder? Magst du da mal noch was zu sagen? Ja, es ist einfach wieder dieses bewusste Herholen in die Präsenz, in diesen Gegenwartsmoment, diese Anerkennung, dass das jetzt auftaucht, dass das auch einen Platz haben darf und auch so ein Deal ausgemacht wird, wie viel Raum geben wir dem. Ja. Und auch diese Hinführung, okay, wir haben trotzdem eine Realitätsanerkennung, wir haben eine Arbeit fertig zu bringen. Was machen wir mit dem Alten, mit dem plötzlich Aufgetauchten? Das wird wieder ein Aushandeln. Wie viel geben wir dem Raum? Was brauchst du dazu? Was wünschst du dir? Das wird wieder ein Dialog mit allen, die hier sind. Und ich mache dann schon ganz bewusst auch die Hinführung nach der Anerkennung, können wir auch schauen, was vielleicht dieses Baby, ich mach dann oft so eine Stellvertreter-Sitz, dass ich sage, oh, Poppy, deine Mami ist gerade abgelenkt, ich übernehme jetzt mal für dich oder dein Papi. Wir schauen jetzt, die Mama ein bisschen zu stabilisieren auch. Und das, nur diese Aussagen helfen ihr manchmal dann wieder, ah ja, okay, ich muss weitermachen oder es gibt ja auch dieses Kind, diese Realität im Jetzt. Auch das ist manchmal schon hilfreich, dass sie wieder ihre Aufmerksamkeit zurückholen kann. Okay. Und in diesem Dasein und immer wieder
mitteilen, du kannst Stopp sagen, du kannst jederzeit mitkontrollieren, mitentscheiden, was ist für dich möglich, was brauchst du, sag's mir, teile dich mit, du bist nicht allein. Gut, nun stelle ich mir aber vor, in so einer Geburt, die nächste Wehe ist nicht weit hin, haben wir jetzt auch nicht wahnsinnig viel Zeit, das auszuhandeln und dialogisch auszuhandeln. Also ich stelle mir so vor, ich komme gerade so in so eine Idee, eine Klientin erzählte mir vor einigen Tagen, in der Geburt selber kommt sie plötzlich in ein Gefühl des total Alleinseins und von allen Verlassenseins. Also der Partner eigentlich keine Ressource mehr, Hebamme war eigentlich grundsätzlich da, aber ist einmal aus dem Zimmer gegangen, vielleicht für sie ein Tick zu lang, fühlt sich unbetreut und rutscht jetzt in so ein Kind-State rein von hoher Verlassenheit und ist auf einmal, ich sag mal, gefühlt das kleine Baby, was Mutterseelen allein in diesem Gebärraum ist. Ja, und da sind zwar Menschen, aber diese Ressourcen, die bringen ihr nichts. Also die können das nicht mehr nehmen. So, nun stelle ich mir mal die Lisa Profanta davor, so mittendrin in der Schose, ja, und da ist jetzt, die ist voll am Brennen und voller dieser auch belastenden Gefühle und fühlt sich jetzt in dieser Kapsel und ist sehr, sehr gefühlt vereinsamt. Und nun, also, weil auf der Handlungsebene ist es ja vielleicht gar nicht so einfach, da mal irgendwas zu machen. Das ist ja ein sehr innerpsychischer Zustand. Du hast gesagt, du gehst jetzt viel in die Anerkennung. Könntest du sagen, wie du da an der Stelle jetzt gehen würdest? Also gibt es da Möglichkeiten? Weil das wäre ja eine reale Traumaaktivierung, die dann auch gar nicht so unrealistisch ist. Hören wir oft in den retrospektiven Berichten ja häufig sowas. Ja, ich hole sie in die Realität zurück. Ich lasse sie orientieren, spüren, spürst du, dass du sitzt, dass du in der Badewanne bist, nimmst du den Raum wahr, nimmst du mich wahr, ich berühre sie, ich mache eine Berührung, Nabelschnurverbindung, spürst du mich, kannst du meine Stimme hören, schau mir in die Augen, ich sehe dich, drück aus, meistens fangen diese Frauen an, sehr heftig zu schreien, also die machen das ähnlich wie die Babys. Die machen es ganz ähnlich wie die Babys. Es kommt wirklich diese Verzweiflung, diese innere Not, oder es kommt ein sehr heftiges Weinen, also dieses extreme Schluchzen, ja, und wo ich sie dann durchbegleite und sage, und jetzt atmest du und dein Gefühl darf kommen und du darfst weinen, aber atme.